Ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Eisenstädter Fußballfamilie, vor allem für die Kleinen unter ihnen, legen in diesen Tagen Hans Kusolitsch und Paul Scharner im Hotel und Gast davor in Eisenstadt unter den Lichterbaum. Und dieses Geschenk hat auch einen oder richtiger mehrere Namen. SC Eisenstadt Neu, SCE Neu, SC Eisenstadt 1907 oder Talenteschmiede der Zukunft. Verpflichtung zur Tradition unter dem Motto, eine Hauptstadt braucht einen Fußballclub. Das ist das eine. Das andere, nicht einkaufen, sondern ausbilden. Damit gehen jetzt Hans Kusolitsch, der nimmer müde in Sachen Fußball, und der ehemalige internationale Paul Scharner in Burgenlands Hauptstadt ans Werk. Die Stimmung in Eisenstadt war am Schluss so groß, dass ich mich entschieden habe, den SC Eisenstadt wieder ins Leben zu rufen. Dann habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen und die sind mit Ideen zu mir gekommen, wie man über den Nachwuchs wieder in Eisenstadt was fortsetzen kann und dass man diesen Traditionsverein SC Eisenstadt wieder ins Leben ruft. Ja, der Name Paul Scharner bürgt eigentlich für Qualität und muss man jetzt im Zusammenhang mit dem SC Eisenstadt sagen, hat man sich da etwas angetan oder ist es eine neue große Aufgabe? Ja, das wird sich zeigen, sage ich mal. Ne? Also was einmal eine sehr gute Situation ist, der SC Eisenstadt 1907, der fängt von ganz vorne. Das ist einmal, glaube ich, eine ganz eine wichtige Position, dass man sagt, man hat keine irgendwelche Altlasten abzuarbeiten oder irgendwas zu übernehmen, was eigentlich nicht dazu passt. Und ich glaube, deswegen bin ich auch dabei, weil nicht nur wegen Hans Kusolitsch, sondern natürlich auch wegen der Idee dahinter, was wir eigentlich in Eisenstadt bewegen. Den seinerzeitigen SC Eisenstadt gekannt als Spieler oder als Fan? Na, weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe im Lindenstadion noch selber gespielt, eben mit den Austria-Amateuren, wo eben Eisenstadt in der Regionalliga gespielt hat. Und ja, also ich mag traditionelle Plätze, also deswegen habe ich auch in England gern gespielt, weil es da eben viele fußballtraditionelle Plätze gibt. Und ich finde es halt schade, dass solche Plätze von der Bildfläche verschwinden. Und ich glaube, unser Auftrag ist, dass wir einen SC Eisenstadt wieder aufbauen, der in Zukunft nie wieder von der Bildfläche verschwindet. Ist man jetzt schon irgendwo in einem Konzept verhaftet, dass man sagt, das ist das Konzept, das machen wir, oder wir fangen heute mal an, oder wie ist jetzt die Richtlinie? Also es gibt Grundpunkte, das sind die Eckpunkte eigentlich von dem Konzept, aber wir wollen das eigentlich gemeinsam mit Leuten ausarbeiten, die sich auch dazu berufen fühlen, für den SC Eisenstadt was zu machen. Und deswegen finde ich halt auch die Veranstaltung irrsinnig wichtig, dass man das einmal kundtut, dass man das einmal rüberbringt zu den Einwohnern und zu den Leuten eben in Eisenstadt. Und dann möchte ich wirklich gemeinsam eben mit dem Vorstand dann auch Gespräche in den nächsten Monaten führen, wo man wirklich eben Partnerschaften und Kooperationen aufbauen können. Und welche Funktion wird der Paul Scharner hier ausüben? Ja, der Herr Kusolitsch hat mich schon in eine Position gedrängt, das ist die Obmann-Position. Das Problem ist halt, wir sind ein Verein und da gibt es Vereinsstatuten und die müssen eingehalten werden. Wenn es unbedingt der Obmann sein muss, ja, ist in Ordnung. Aber viel wichtiger ist eigentlich das Team, was wir entstehen lassen können, das dann wirklich gemeinsam an einen Strang zieht und da wirklich in Zukunft was aufbauen will. Und ich sage jetzt wirklich Zukunft, unter 10 bis 15 Jahren darf man gar nicht bei mir ins Denken anfangen. Und wird es auch die finanziellen Voraussetzungen geben? Das heißt, sprich, findet man einen Sponsor für das? Das wird interessant werden, auf alle Fälle, weil ein Grundanker in unserem Konzept ist die Aufteilung der finanziellen Möglichkeiten, 80 zu 20. Und da sind natürlich die 80% vorgesehen für den Nachwuchs, für die Jugendentwicklung und 20% für die Kampfmannschaft. Bei dieser ersten öffentlichen Präsentation beim OHR wird es richtig gehend nostalgisch. Ehemalige Spieler, Trainer, Funktionäre und Fans des damaligen SC Eisenstadt folgen dem Ruf ihres Freundes Hans Kusolitsch. Ich freue mich, dass den SC Eisenstadt bald wieder geben wird. Ich war schon als kleiner Junge bin ich schon immer am Sportplatz gegangen, das ist jetzt schon 45 Jahre her. Und werden mal schauen, wie weit wir wieder kommen. So, wie ist das Gefühl jetzt, dass man wieder mal so mit SC Eisenstadt in Verbindung gebracht ist? Naja, ich war 10 Jahre dabei im Club und es ist schon eine Freude, wenn man wieder
alle Kumpels hier. Ich hoffe, dass noch ein paar Spieler kommen. Bis jetzt sind keine Kollegen von mir da, aber ich hoffe, die kommen noch. Aber die Funktionäre, da muss ich sagen, hat der Herr Köselin schon was zusammengerufen. Also, super Sache. Ja, schön, wenn der SC Eisenstadt wieder in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen könnten. Und natürlich wäre es eine reizvolle Aufgabe. Und jetzt heißt es für Jung und Alte dieser Riege, der alten und neuen SCLer, ran an die Arbeit. Und frei nach dem Motto, wieder ganz nach oben, wenn man Hauptstadt ist. Junge Talente melden sich beim Paul oder beim Hans unter dieser E-Mail-Adresse.